Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, Diamol oder auch auf Deutsch Düsterbruch kommt in einer Woche. Ja, hätte man nicht unbedingt vermutet. In dem heutigen Video wollen wir mal drüber sprechen, was das für Auswirkungen auf die Server haben wird, auf die Serverökonomie und auch, was wir darüber vielleicht so ein bisschen über die Patch-Politik von Blizzard lernen können. Diamol ist ein ganz normaler 5 Mann, Dungeon hier in Ferralas, in der Mitte. Ihr seht hier Düsterbruch, da könnt ihr dann quasi hingehen. Und es gibt hier drei Instanzen, Diamol Nord, Ost und West. Und jede Instanz kann man quasi mit 5 Mann machen. Ursprünglich sollte Diamol mit Phase 2 kommen. Also das war einer der hauptsächlichen Content-Säulen von Phase 2. Und ja, ich vermute, dass sie jetzt hier von dem Plan abweichen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass die Server von der Serverpopulation her noch nicht ready für Phase 2 sind, also für die Einführung vom ERE-System, und dass man die Layer eventuell noch nicht abschalten kann. Und deswegen hat man sich vielleicht an der Stelle dazu entschieden, okay, gut, Phase 2 können wir jetzt erstmal noch nicht bringen. Dafür bringen wir aber schon Content aus Phase 2, der quasi die Leute wieder in die Instanzen treibt und dann vielleicht einfach den Leuten ein bisschen was zu tun gibt. Ja? Einige Leute haben auch schon vermutet, dass Blizzard irgendwie Panik bekommt, weil eventuell ja, sie sehen, dass die Leute wieder abspringen, dass der Hype so ein bisschen abflacht, dass, keine Ahnung, die Twitch-Viewerzahlen zurückgehen, wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Variablen, die man sich anschauen kann. Ich würde das aber nicht unbedingt gleich so dramatisch sehen. Ich glaube, es könnte auch viele andere Gründe haben. Und ich glaube nicht, dass Blizzard hier irgendwie verfrüht oder irgendwie zu sehr auf die Community eingeht oder hier verfrüht handelt, sondern das könnte auch viele andere Gründe haben. Genau, aber bevor wir da weiter drauf eingehen, möchte ich einfach erstmal sagen, was es eigentlich für euch persönlich bedeutet. Und zwar in Diamol, ja, droppen einfach viele gute Items, die ihr auch braucht. Ja, es gibt quasi eine neue Pre-Biz-Meta, mehr oder weniger. Wenn ihr quasi noch nicht in Raids unterwegs seid, dann kann man sich ja quasi in blauem Gear sogenannte Pre-Biz-Set holen. Und das verändert sich durch Diamol, weil da viele gute Items dazukommen. Wenn wir hier mal auf die Seite, die ihr vielleicht auch kennen werdet, bauclassicbiz.com geht, und dann seht ihr hier quasi zum Beispiel für den Schurken das aktuelle Pre-Raid-Biz-Gear. Und wenn ich dann hier oben auf diese 2 klicke, dann haben wir quasi den Diamol-Loot schon mit drin. Ja, also ich habe euch auch den Link zu der Seite unten nochmal reingemacht in die Videobeschreibung, dann könnt ihr mal genau gucken, was sich quasi bei euch verändert. Ja, zum Beispiel hier als Schwertschurke, ihr seht schon, wenn ich hier das verändere, dann seht ihr, aha, ich brauche anscheinend hier einen neuen Bogen, der ist sehr wichtig, und auch hier beide Ringe, den Tarnished Elfenring, den kann man zweimal tragen, der ist nicht einzigartig, den sollte man sich auf jeden Fall als Schurke erfahren und als Melee generell, und auch hier meine Armschienen ändern sich zum Beispiel auch. Ja, müsst ihr mal abchecken. Wie gesagt, ihr könnt ja ganz normal schauen, für welche Klasse sich quasi die Sachen verändern. Einfach immer hier hin und her klicken, dann seht ihr, was ein Diamol für euch droppen kann. Ihr könnt den Loot von Ihnen natürlich auch ganz einfach in-game aufrufen. Ihr klickt hier einfach auf euer Addon Atlas Loot. Das sollte, denke ich mal, jeder von euch haben. Dann klickt ihr hier oben auf Düsterbruch. Also diese drei Instanzen werden quasi kommen. Die wichtigste ist hier Düsterbruch Nord, finde ich, hier mit dem König am Ende, dem Endboss, dem Loot von ihm und vor allem hier auch der Tribut-Loot, wo eben ja, viele interessante Dinge droppen können für viele Klassen und eben halt unter anderem auch hier der Ring für die Melees. Genau, also wie gesagt, informiert euch einfach mal, schaut euch hier selber diese drei Instanzen an und guckt, was ihr hier gebrauchen könnt. Gut, ja, was kommt noch durch Diamol ins Spiel? Die World Buffs. Diamol hat sehr starke World Buffs, die man quasi bekommen kann, wenn man einen Tribut-Run in Diamol macht oder im Düsterbruch. Ich nenne es jetzt einfach mal Diamol in dem Video. Was ist ein Tribut-Run? Man lässt im Grunde genommen alle anderen Bosse in der Ini stehen, umgeht die auf clevere Art und Weise und killt nur den König hier am Ende. Wenn man das macht, dann spawnt quasi, nachdem man den König getötet hat, eine Tributtruhe, die man looten kann, wo dann sehr, sehr viele wichtige Items drin sind. Und wenn man dann im Nachhinein quasi die Ini wieder zurückrennt und die einzelnen Bosse anspricht, also im Speziellen die einzelnen Wachen, die man am Leben gelassen hat, dann bekommt man von den Wachen einen Buff. Ja, also ich glaube, es ist die Wache Molda, die Wache Fengus und die Wache Slipkick.
sind 200 ATP ist der eine World Buff, der andere 15 Ausdauer und der dritte irgendwie, weiß ich gerade nicht, irgendwie Crit oder so. Und genau, die halten für 2 Stunden und es wird wahrscheinlich dann schon gang und gäbe sein bei Tryhard-Gilden, dass man sich diese World Buffs immer vor jedem Raid holt. Ja, ist ein bisschen nervig, weil man immer den kompletten Raid einmal durch Diamol Nord durchschicken muss. Meistens macht das dann eine 5-Mann-Gruppe, die klärt die Ini, und dann rennen alle einmal durch und holen sich die Buffs quasi ab. Genau, dann wird Diamol wahrscheinlich, also die Zone, die wir hier im Untergrund sehen, vor den Inis hier vor allem, hier ist sehr viel Platz und wenn ich hier jetzt in einer Woche stehen würde, dann würde mich wahrscheinlich direkt jemand umklatschen. Also es wird eine absolut kranke PvP-Zone hier. Wenn ihr euch gerade auf Level 60 ein bisschen einsam fühlt und ein bisschen gerne World PvP machen möchtet, dann kommt auf jeden Fall ab nächste Woche hier mal vorbei in der Mitte von Ferralas, wie gesagt. Denn hier wird sehr, sehr viel World PvP abgehen. Und obwohl das Ehre-System noch gar nicht da ist, werden sich die Leute hier die Rübe einschlagen. Und ja, das wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Da freue ich mich persönlich auf jeden Fall schon sehr, sehr doll drauf. Und ich glaube auch, wenn dann die Phase 2 kommt, könnte dieser Bereich hier sogar einer der Haupt- Ehre-Farmgebiete für die Stammgruppen werden und so weiter, die dann schon Ehre farmen wollen in Phase 2. Also das hier wird wahrscheinlich ein krankes Schlachtfeld werden. Und ich finde es ehrlich gesagt mega geil, weil wenn ich mir die 60er-Bereiche anschaue, ich bin jetzt vor einigen Tagen übrigens 60 geworden an der Stelle nochmal, dann merke ich schon, was es schon ja noch eine sehr einsame Geschichte ist zum Teil, dass viele noch am Hochlevel sind und die 60er-Gebiete einfach noch ein wenig leer sind. Von daher finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass dann hier auf jeden Fall die Lucy abgehen wird. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Auswirkungen auf die Serverökonomie. Und zwar, ich habe euch ja eben schon erklärt, dass man quasi hier den Tribute-Run machen kann, wo man eben die Wachen am Leben lässt, am Ende nur den König killt und dann eben diese Truhe looten kann. Und da kann man eben ja mehrere blaue Items, mehrere grüne Items, dann zum Teil noch Heiltränke, Mana-Tränke. Gerade Mana-Tränke gehen zum Teil für 2-3 Gold pro Stück Maha weg, eben aus dieser Truhe looten kann. Und selbst für eine 5-Mann-Gruppe ist es schon recht lukrativ, ja, aber Hunter können die ganze Geschichte solo machen. Also im originalen Vanilla 2005 konnte ein Hunter tatsächlich also diesen Tribut-Run alleine machen. Er konnte durch seine Fähigkeit totstellen, auf clevere Art und Weise quasi die Wachen umgehen und alles in der Inni umgehen und am Ende quasi den König mehr oder weniger ja, im Kreis kiten, killen am Ende. Dann den kompletten Tribut-Run alleine looten, die Mana-Tränke alles looten, dann zurückrennen, sich dann auf dem Rückweg alle Diamol-Buffs holen. Das heißt, er war auch während des kompletten Farms immer super duper vollgebufft und er konnte dann sogar in der Inni verkaufen, weil in der Inni steht ein Ogre, bei dem man verkaufen kann. Dann ist er kurz raus, hat die Inni resettet, ist wieder rein und hat das wieder gemacht. Und ein richtig guter Hunter, ich blende euch gleich mal ein paar Szenen davon ein, hat die ganze Geschichte in wirklich 10 Minuten gemacht. Ja, nicht länger und nicht weniger. Manchmal kann es ein bisschen schief gehen, wenn zum Beispiel Totstellen fehlschlägt, also resisted wird. Aber man macht damit halt als Hunter ungefähr 120 Gold in der Stunde. Das sind halt einfach abnormale Werte. Ja, Leute, das wird auf jeden Fall kranke Auswirkungen auf die Serverökonomie haben. Wie gesagt, 2005 war das möglich. Auf vielen Privatservern war es auch möglich. Einige Privatserver haben es dann unterbunden. Die haben die Mechanik beim King verändert. Und zwar, wenn man alleine an ihm dran war, dann hat er einen immer direkt vor sich geportet. Und deswegen konnten die Hunter das dann eben nicht mehr machen. Ich glaube, das war auf Nostarius. Bin mir aber nicht mehr sicher, wo es war. Oder Lightbringer. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob Blizzard das wirklich, ich sag mal, erlauben wird. Oder ob die sich vielleicht im Vorhinein sogar schon Gedanken darüber gemacht haben, wie man damit umgehen wird. Und vielleicht schon mit irgendwelchen, die haben ja auch mit Privatserverentwicklern gesprochen, waren mit denen in Kontakt. Und vielleicht haben die denen ja schon gesagt, ey, hier, das solltet ihr vielleicht so nicht veröffentlichen. Ja, bin ich mal gespannt. So, Freunde der Nacht. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie ein Hunter den Tribut-Run alleine macht. Ja, ich lasse das Video einfach im Hintergrund mal laufen. Ihr seht hier, es ist sogar ein noch krasserer Run. Er hat dafür nur 5 Minuten und 40 Sekunden gebraucht. Allerdings muss man auch sagen, er hat auch schon sehr krankes Gear hier. Mit schlechterem Gear wird es wahrscheinlich am Anfang noch ein bisschen länger dauern. Einfach, weil man quasi beim King weniger Schaden macht und deswegen quasi länger für den Endboss braucht. Genau, also schaut es euch einfach gerne mal an. Wirklich kranker Shit. Ich hoffe eigentlich, dass es nicht kommen wird, weil es doch schon sehr krass wäre, wenn Hunter 120 Gold die Stunde machen könnte. Nicht, weil ich den Hunter nicht gönnen würde, sondern weil sich jeder Tryhard
auf dieser Erde nur für diese Geschichte einen Hunter hochleveln wird. Das finde ich einfach immer schade, wenn Leute irgendwelche Klassen hochleveln, nur wegen solchen Gründen und nicht, weil man die Klasse wirklich feiert. Ja, das ist einfach mein Punkt. Gut, wie gesagt, Hunter machen hier mit 120 Gold ungefähr eine Stunde. Und für Magier kommt ein ähnlich guter Grind in Diamol. Und zwar kann man mit dem Mage die Lasher farmen in Diamol East, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube Diamol East, glaube ich. Auch ein sehr guter Grind, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Da macht man so ein bisschen AOE-Farming, müsst ihr mal googeln einfach. Diamol Mage-Farming. Und damit kann man auch so 70 Gold die Stunde ungefähr machen. Das heißt, hier werden auch einige Herbs ein bisschen droppen im Preis, weil man die halt eben als Magier dann auch in Diamol erfarmen kann. Ein weiterer Grind, der kommen wird, ist für die Krieger. Die können nämlich die sogenannten Diamol East Jump Runs machen. Dort geht man zusammen mit einem Healer rein, also Tank und ein Healer. Und kann dann im Grunde genommen die Ini zu zweit machen. Also man killt den Boss und verkauft alle Gegenstände später beim Vendor einfach. Und in der Ini ist zudem noch ein Thorium-Vorkommen drin, wo man eben auch noch die Chance auf einen Arkankristall hat. Ja, jetzt natürlich die Frage, warum kommt Diamol überhaupt jetzt schon? Ja, also viele haben jetzt natürlich schon, wie am Anfang erwähnt, die Vermutung, dass Blizzard irgendwie Angst bekommt, dass der Hype abflacht und quasi, dass sie wegen den Leeren aber Phase 2 noch nicht bringen können und deswegen gesagt haben, okay, dann bringen wir immerhin schon Diamol, dann haben die Leute was zu tun. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach so ein, also ich glaube schon, dass vielleicht der Punkt schon ein wenig mit einspielt, dass sie ein bisschen ein Abflachen des Hypes bemerken, ja. Und ich meine, das ist ja auch verständlich, das Game war so krass am Hypen am Anfang, dass logisch war, dass so eine kleine Abflachung kommen wird. Das finde ich aber nicht weiter schlimm und ich hoffe eigentlich auch, dass Blizzard nicht überreagiert und den Content zu sehr rushen wird. Also viele haben es schon beschrieben, dass sie einfach jetzt gerade die Befürchtung haben, dass Blizzard einfach ja, sich von der Community zu sehr beeinflussen lässt und irgendwie denkt, die Leute sind gelangweilt und haben keinen Bock mehr. Ich glaube einfach, viele sind momentan noch im Leveln, also in der Levelphase und ich glaube, viele, die Classic feiern, haben damit gar kein Problem, dass es ein bisschen länger dauert, bis neuer Content kommt. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt schon Level 60, ich war auch nicht einer der Ersten, auf gar keinen Fall, aber ich bin, glaube ich, schon relativ früh Level 60 jetzt geworden und ich sage auch, ey, es sind noch so viele Leute im Hochlevel und ich hätte mir auch gewünscht, dass sich Blizzard ein bisschen mehr Zeit lässt mit dem Einführen der neuen Sachen und deswegen hoffe ich einfach, dass es jetzt hier eine Ausnahme war, weil man halt gemerkt hat, okay, wegen der Silver Population und können wir quasi das Layering noch nicht so abschalten, wie wir uns das gedacht hatten und deswegen bringen wir schon mal Diamol für die Leute, ja. Wenn sich das quasi jetzt wirklich nur auf diesen Punkt beziehen wird, bin ich damit komplett einverstanden, finde ich es okay. Ich hoffe nur einfach, es wird quasi nicht zur Routine, dass jetzt so der ganze Content in den nächsten Monaten irgendwie dann doch durchgerusht wird. Das würde ich sehr, sehr schade finden. Tips Out hat sogar gesagt, also der hat auch ein Video drüber gemacht, dass es eher ein gutes Anzeichen wäre, weil er das so sagt, dass Blizzard quasi bereit ist, mehr Ressourcen in das Spiel zu investieren. Weil jeder Patch, jedes Upgrade im Grunde genommen Geld kostet und ja einfach zeigt, dass sich Blizzard quasi in das Projekt einbringt und auch bereit ist, dafür Geld auszugeben. Und das finde ich auch ein Punkt, ja, den kann man machen, verstehe ich schon, aber ja, so mega positiv sehe ich es jetzt nicht. Okay, das kann man auch so interpretieren, dass quasi Blizzard WoW Classic wichtig ist und sie deswegen diese Phase eingeführt haben. Ich glaube aber einfach, es spielt halt auch mit rein, dass sie auch einfach ein bisschen Schiss bekommen haben, dass die Leute wieder abspringen, wenn sie keinen neuen Content bekommen. Keine Ahnung. Ist so ein bisschen von beiden, finde ich. Genau, ich hoffe einfach, dass sich Blizzard, wie gesagt, von dem leicht abflachenden Hype, der normal ist, bei so einem gigantischen Hype, den Classic einfach hatte, nicht abschrecken lässt und im Zukunftsteil wirklich dann den Content genauso releasen wird, wie sie es geplant hatten. So, der Run läuft jetzt hier noch eine gute Minute, wir gucken hier noch zu Ende. Also ihr seht, der Hunter kitet den King mehr oder weniger einfach hier quer durch die Ini durch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich glaube, man kann auch einfach im Kreis rennen. Er geht hier immer kurz in diese Ecke, dann rennt der King noch ein bisschen nach oben, dann rennt er wieder nach links. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob dieser Farm möglich sein wird.
Es wäre schon, also ich würde es ein bisschen schade finden, weil es einfach dann doch sehr, sehr viel Gold ist für einen Hunter und dementsprechend halt auch sehr viel Gold in der Serverökonomie in Umlauf kommen wird. Schurken können es übrigens auch machen, allerdings nur mit einem Eulendruiden zusammen. Das ist auch immer noch gutes Gold. Aber ja, es ist schon sehr, sehr krank, 120 Gold die Stunde. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass es verboten wird. Wie gesagt, weil halt auch sehr viele nur deswegen dann wahrscheinlich einen Hunter hochleveln werden, was ich einfach sehr schade finde. So, jetzt sehen wir, jetzt hat er hier quasi gerade noch den Typen hier angesprochen. Und das bedeutet dann, er hat hier den Königstitel, er hat diese Krone hier. Und jetzt ist in der Mitte quasi hier diese Truhe gespawnt. Die wird er jetzt looten. Ich schaue gerade nochmal rein. Und das ist halt wirklich krank. Also da sind jetzt mehrere blaue Items. Ihr seht, ne, mehrere hier. 1, 2, 3, 4, 5 blaue Items, so eine Art. Oft sind da auch noch Tränke drin und so weiter. Ja, Leute. Trotzdem, wie gesagt, bin ich positiv eingestimmt. Ich freue mich auf Diamol. Ich glaube, das wird eine richtig coole Geschichte. Und ich bin nicht irgendwie jetzt mega angepisst, dass es schon kommt. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen gewartet, aber letztendlich so schlimm finde ich es auch nicht, wenn in Zukunft das nicht zur Routine wird. Ja, Leute, das war es dann auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in die ganze Diamond-Thematik geben. Wie gesagt, ab nächster Woche, ab Dienstag, glaube ich, dem 15. Oktober, könnt ihr dann quasi auch in die drei Ignis hier rein, die sich hinter diesen Toren hier verbergen. Und schreibt mir gerne mal eure Meinung. Denkt ihr auch, Diamond kommt viel zu früh oder sagt ihr, na gut, wenn es jetzt einmal gemacht wird, weil man gemerkt hat, dass man die Layer doch noch nicht so früh abschalten kann, wie man sich das erhofft hat, um einfach so ein bisschen Content für die 60er zu bringen. Dann ist es in Ordnung. Wie gedacht, ich finde es nicht so dramatisch, wie es manche gerade darstellen. Ja. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.